Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrersports und willkommen zur letzten Ausgabe der Klassiker-Lieblinge von Shai Cyborg und mir. Hallo Shai. Hallo. Wir gucken uns heute die leichten Panzer an und das ist eigentlich noch schwieriger gewesen als mit den Jagdpanzern, denn zumindest ich bin, was leichte Panzer angeht, total schwach aufgestellt. Und Shai, ich glaube, du bist jetzt auch nicht unbedingt der mega ausgeforschter Forschungsbaum leichte Panzer-Dude, oder? Jo, bin ich auch nicht so. Genau, also es ist ein bisschen, ich sag mal so, die Auswahl ist ein bisschen eingeschränkt. Es ist halt unsere Auswahl. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Panzer, der dabei ist, auf sehr große Kritik stoßen wird. Aber es ist halt unsere Favoliste. Ansonsten geben wir natürlich auch ein paar Tipps, was wir da so für Module in die Karren eingebaut haben und was natürlich ihre Stärken und Schwächen sind. Und ehe wir noch lange weiter rumquatschen, starten wir direkt mit Panzer Nummer 1. Erster Panzer, der T-49 Tier 8 leichter Panzer, der Amerikaner mit einer ziemlichen Trollgun und der ist gefahren von dir, Shai. Magst du den? Ich liebe den T-49. Was kann man sagen? KV-2 in mobiler Form. Gibt's was Besseres? Ich glaube nicht. Aber hier auf den 1390, da hättest du doch einfach mal so reinsnappen können. Immerhin ist... Ja. Du warst jetzt auch schon offen, bestimmt. Ja, es ist halt... T49 und snappen ist halt eher eine schlechte Idee. Aber ja, der 1390 kommt nochmal vor. Ich treffe ihn leider nur in die Kette und track ihn, aber... Ja, aber er geht raus, ne? Sehr gut. Bekomme den Unterstützungsschaden. Aber irgendwo steht ja noch ein Type 59, der bei einem Schuss nicht aufgegangen ist. Also wir sehen natürlich gerade mit dem ersten Schuss, was hier der Vorteil dieses Panzers ist. Eine Ultra-Derp-Gun, besser geht's eigentlich gar nicht. Das Ding hat wirklich mit dem HE einen sehr hohen Alpha. Man muss natürlich gucken, wo man trifft. 10 Grad Gun Depression kommen da auch noch mit dazu. Ja, und ja, snappen geht halt sowieso. Und ja, der Vorteil von HE, wir haben es auch aufgeschrieben, man macht halt in der Regel... immer Schaden. Zwar bei manchmal nicht so viel, aber die seltensten Schüsse machen wirklich mal gar keinen Schaden. Da muss man schon sehr, sehr schlecht treffen. Und das ist natürlich schon ein Vorteil. Was ist dir eher so negativ aufgefallen? Lol. Das kann man halt auch machen mit der Derp Gun. Ja, was natürlich dann halt bei so einer Kanone dazu kommt, der sehr langsame Reload. Das Ding lädt über 18 Sekunden. Ich glaube so 20 Stock. Und zudem kommt auch eine Ungenauigkeit dazu. Ich weiß auch nicht, irgendwie 0,43 Genauigkeit auf 100 Meter. Aber mit Heat in den Arsch trifft man dann doch, macht schönen Schaden. Und ja, er ist halt, es ist ja der Nachgänger vom Bulldog. Und gegenüber dem Bulldog kommt der T49 einem vielleicht ein bisschen unmobil vor. Da er etwas schlechtere Ground-Resistance-Werte hat, glaube ich, und nicht so schnelle Kettendrehgeschwindigkeit. Also er ist ein bisschen, nicht ultra langsam unterwegs, aber ein bisschen... Also es ist schon noch ein Scout von der Fahrweise her, ja? Okay. Aber kein Bulldog. Ja. Na, da kommt der Nächste. Nochmal. Hast du noch Heat drinne gehabt, oder? Das war da auch nochmal Heat auf den Type 59. Ja, auf dem Type war es, glaube ich, wieder HE. Da hast du aber gut getroffen. Ja stimmt, ja, du hattest glaube ich bloß 3 Hit dabei, ja. Genau. Was verbaut man in das Teil? Also auf jeden Fall natürlich ein Ansetzer. Bei so einer hohen Nachladezeit bringt ein Ansetzer mit seinen 10% auf jeden Fall richtig, richtig viel. Wenn man da fast 20 Sekunden stockt, dann bringt das ja mal eben 2 komplette Sekunden an Nachladezeit. Das ist auf jeden Fall so ein Pflichtding auf dem Fahrzeug. Ich habe jetzt hier noch Lüftung und Schere. Also ich finde, sichern Waffenrichtantrieb ist eigentlich auch ziemlich... brauchbar. Ich spiele das Ding mit Ansetzer, Waffenrichtantrieb und einem vertikalen Stabilisator, damit man halt wirklich komplett die Kanone ausnutzen kann. Du hast einen Stabi und einen Richtantrieb drinne. Und trotzdem aimt das Ding noch ultra langsam. Ja, aber du hast natürlich schon also durch den Stabi schon einen 20% kleineren Zielkreis und dann nochmal 10% mehr schnellere Einzielzeit. Das habe ich auf den wenigsten Fahrzeugen bisher gesehen, dass das jemand macht oder dass sich das irgendwie lohnt. Aber klar, auf so einer Derp Gun kann man natürlich darüber nachdenken und wenn es
wenn es beide Module gibt, das gibt es ja nicht auf allen Panzern, beide Module, dann kann man das auf jeden Fall machen. Tja. Mhm. Was beim T49 vielleicht noch ist, so ein kleiner Tipp, den ich euch mitgeben kann, wenn ihr aimt, probiert den Turm möglichst wenig zu drehen. Ich mache das zwar nicht so oft, aber die Dispersion-Werte bei der Turmdrehung sind enorm hoch. Ja, so ein kleiner Chariot hier. Ja, das war das erste Fahrzeug der T49 und wir springen zum zweiten. Fahrzeug Nummer 2, der LTTB. Und zugegebenermaßen, das kann ich direkt vorne wegnehmen, ich finde, das ist ein Medium-Panzer. Aber Wargaming hat das Ding als Scout eingeteilt. Tier 7 der Russen. Und wer den schon mal als Gegner gehabt hat, der wird wissen, warum ich sage, das ist ein Medium. Denn er hat eine Medium-Panzerung, oder Schei? Ja, also eine Stahlwand hatte ich in dem auch schon. Ist machbar. Ja, definitiv. Also das ist... Der hat nicht nur gute Panzerungswerte auf dem Papier, gut, also gegen den T28. Der hat nicht nur gute Panzerungswerte auf dem Papier, sondern man merkt das halt auch, wenn man das Fahrzeug als Gegner hat. Da prallt schon einiges ab. Trotzdem ist er halt, ich finde, mega mobil. Das kann man, glaube ich, sagen, obwohl wir jetzt. Was haben wir denn aufgeschrieben? Panzerung wie Medium haben wir aufgeschrieben. Mhm. Sehr mobil, ja, 31 PS pro Tonne. Das ist ziemlich gut, würde ich mal sagen. Und er hat. Die höchste DPM aller Tier 7 Scouts. Er hat eine sehr starke 90mm Kanone. Ist das so 90mm? Nee, 85mm, Entschuldigung. Was ist eher so mau an dem Ding? Also was man schon mal sagen kann, er ist kein Hügelkämpfer. Er hat 3 Grad Gun Depression. Da kommt man doch schon mal an seine Grenzen, auch bei den kleinsten Hügelchen. Definitiv 3 Grad, das heißt, die Kanone geht nur nach oben. Und für das, dass er so schnell schießt, hat er auch relativ wenig Schuss dabei. Also ich hatte es auch schon, dass ich oft geschossen habe, dann verschießt man halt ein paar Mal noch und dann kommt man irgendwann doch so an seine Grenzen der Munition. Und er hat ein sehr schwaches Amorek. Das ist so ein typisches Fahrzeug, ein Schuss in die Seite und euer Amorek ist beschädigt. Das gibt's tatsächlich sehr oft in dem Fahrzeug. Vielleicht hat er es auch einfach nur an einer ungünstigen Stelle, ne? Wo dann, das kann auch sein. Wo man in der Regel draufschießt. Beim Leopard PTA ist ja das ähnliche Problem. Man denkt, der hat ein weiches Ammo-Rack, aber ich glaube, bei dem ist es auch eher, dass es an einer ungünstigen Stelle liegt. Aber egal, wir sehen hier echt, wie mobil das Fahrzeug ist. Du machst jetzt auch eher so den Aktiv-Scout ohne großartiges Schießen. Was hat der für eine Genauigkeit? Hast du das im Kopf? Weil es wirkt für mich halbwegs ungenau. Der hat, glaube ich, auch sehr hohe Dispersion-Werte. Ich glaube, die Genauigkeit selber ist gar nicht so schlecht. Nehmen wir an, die ist bei 0,34 irgendwie sowas. Oder 0,3. Das ist erstmal gar nicht so schlecht. Bin mir nicht sicher. Ja, aber du bist ja als Scout jetzt auch nicht primär zumindest am Anfang da, um Schaden zu machen, sondern du sollst ja eher deinem Team die Fahrzeuge aufklären. Wobei das natürlich als LTDB hier auf Pilzen schwierig ist. Denn drüben in der Hügellandschaft, ja, bei 3 Grad Gun Depression, da kann man wirklich nichts machen. Ich fahre jetzt hier schön hinter den Ferdi, nutze Mobilität aus und die schnelle Feuerrate. So ein Low-Hit-Point-Fahrzeug kurz und günstig auszuschalten. Was hast du für Module verbaut auf deinem LTDB? Ich habe da drauf eine Optik, finde ich eigentlich sehr wichtig, um die Dings wirklich voll auszubauen, die Sichtweite. Eine Lüftung und einen Ansetzer. Mehr, finde ich, braucht man auch nicht auf dem Teil. Ja. Okay. Ah, schön den UI hier noch rausgenommen. Oder runtergeschossen. Ja, LTDB, die Nummer 2 oder das zweite Fahrzeug bei uns in der Lieblingsliste. Also wenn ich den so sehe hier, ich brauche den auch mal. Wo ich habe allerdings nur Angst vor dieser Gun Depression, weil da habe ich beim Chariot hier schon gemeckert ohne Ende. Ja, also ich muss sagen, der LTDB ist eines meiner absoluten Lieblingsfahrzeuge. Muss man schon sagen. Hier ist wieder typisches Scheilack dabei gewesen. Ach was. Ich würde sagen, wir gehen mal zum dritten Fahrzeug und sehen, was uns da erwartet. Fahrzeug Nummer 3, der AMX ELC. Und das ist wirklich, glaube ich, ein richtiger Klassiker, der Scout-Panzer in World of Tanks. Tier 5, der Franzosen.
Und hier gespielt von Shai mit, ich sag, zwei Gunmarks hast du auf dem Teil schon. Ja, schon länger. Ja, sagt er so, oh ja, mal so nebenbei. Auf dem besten Weg zur dritten bestimmt so. Nee, ich spiele den ERC. Tatsächlich mit den Physics-Updates ist, finde ich, der ERC nicht mehr so geil zum Spielen. Das ist so wie der E25. Hm. Hat er ein bisschen Anstrengungen. Das habe ich auch letztens in meinem Jahresrückblick-Video gesagt, als mit 914 die Physics ja ins Spiel gekommen sind. Da ja, haben diese Fahrzeuge wie ELC und E25 wirklich ein Problem bekommen. Ja, du bist hier auf El Haluf und bist auf den Scouting-Hügel gefahren. Wobei, ich glaube, der Tok, der macht dich da jedes Mal auf. Der guckt so lecker in deine Richtung. Ja. Und das ist eigentlich eine sehr risikobehaftete Stelle, sage ich mal. Weil der ELC jetzt auch, glaube ich, nicht gerade durch Gun Depression hier glänzt. Nee, aber wenn jetzt, glaube ich, der Tok da nicht wäre, ist noch eine schöne Scouting-Position. Da der ELC ja auch einigermaßen gute Tarnwerte hat und ein sehr flaches Profil, durch das hat er halt gute Tarnwerte und geht da durch auch nicht sehr oft auf. Mhm. Ja, man hat eigentlich auch gesehen, was so die größte Stärke am ELC ist, und das ist seine Kanone. Denn der hat ja für Tier 5 eine sehr gute Pen von 170 mm, einen bösen Alpha von 240. Ja, das ist doch schon... kann wehtun. Das ist der Wahnsinn. 170 Pen auf einem Scout auf Tier 5. Mhm. Also damit, das ist eigentlich ein Ultra-Pen für alle 5er und 6er. Also nicht die Ultra, sondern Auto-Pen, wollte ich sagen. Und wenn du dann doch mal irgendwie... der sieht ja 8er, ne? Mhm. Wenn du da nochmal einen dickeren Achter hast, da lädst du halt einfach mal eiskalt APCR durch und da hast du über 2 mm Pen. Ja. Da hast du wirklich gar keine Probleme. Was ist eher so schwierig am ELC? Also er ist sehr einzigartiger Scout, und zwar hat er keinen drehbaren Turm. Man sieht es auch, ich bin mir nicht sicher, in wie viel Grad der Turm drehbar ist, aber auf jeden Fall ja. Nicht ganz rundherum. Das kann einem halt Probleme erschaffen. Wenn man jetzt irgendwie von einem Fahrzeug abhauen muss, kann man halt nicht nach hinten schießen. Und das ist ein Nachteil. Ja, er hat einen langsamen Reload. Und auch eine lange Aimzeit von 2,9 Sekunden. Das kommt halt auf Kosten, wenn man so eine hohe millimetrige Kanone auf so einem kleinen Fahrzeug hat. Man hat immer ein paar Nachteile, ne? Snappen geht trotzdem. Und man kann auch mit der Mobilität so ein Goda umfahren, auch wenn er seine Wanne nicht dreht. Ja, der stellt sich hier ein bisschen an wie der erste Mensch. Mhm. Von den Modulen her, was würdest du da empfehlen beim ELC? Also, ich habe sicher eine Optik drauf, aber man kann jetzt auch eine Lüftung reinpacken. Ich bin halt eben einer, der gerne seine Sichtweite maximiert. Sicher einen Richtantrieb und einen Ansetzer, damit man wirklich wieder das Beste aus der Kanone rausholen kann. Und sonst viel andere Sachen, finde ich, muss man da nicht drauf bauen. Aber mit den Physics kann man immerhin solche schöne Manöver machen. Das ist ziemlich geil, auf alle Fälle. Das war richtig gut. Für mich so als Scout-Noob mal so die grundsätzliche Frage, warum keine Schere? Das ist eine gute Frage. Also kann man natürlich auch drauf machen, wenn man jetzt eher als Sniper den ELC gerne spielt. Ich bin halt mehr so ein bisschen ein Aktiv-Scout-Fahrer. Okay. Außer am Anfang. Aber stimmt, eine Schere könnte man auch drauf bauen. Kommt auf den Spielstil drauf an. Das ja, aber wir hatten sie jetzt nur auch bei den vorhergehenden Fahrzeugen. Da war jetzt Schere auch nicht unbedingt die erste Wahl oder die beliebteste Wahl von uns oder von dir. Deswegen halt einfach nur die Frage. Ich habe ja auf einem Scout, der von mir auch noch kommt, habe ich eine Schere drauf, aber die ist eigentlich auch mehr oder weniger, muss halt überlegen, ob man das macht. Aber gut, ELC, halbwegs mobil. Kein drehbaren Turm, starke Kanone, guter Tarnwert, klingt nach einem schönen Fahrzeug auf Tier 5. Sieht natürlich Tier 8 Gefechte als Scout, da muss man natürlich aufpassen. Das ist eigentlich bei fast allen leichten Panzern so, dass die angepasstes Matchmaking im Sinne von Scout-Matchmaking haben. Das müsst ihr auf jeden Fall wissen. Das war unsere Nummer 3. Hallo Jackson, doch nicht, wir gucken mal. Immer snappen kann man nicht. Ja, nicht immer. Zu Nummer 4.
Fahrzeug Nummer 4, der Crusader, Tier 5, leichter Panzer der britischen Reihe. Gefahren von mir auf Westfield und wir sehen direkt am Anfang, das ist kein leichter Panzer. Oder es ist kein Scout, so wie Scheime das gerade noch vor der Aufnahme erklärt hat. Denn man kann ja direkt mal mit den Nachteilen anfangen. Er hat die Mobilität eines Medium-Panzers. Das heißt, er ist langsam im Vergleich zu anderen Scouts und er dreht auch langsam. Ich nehme hier auch deswegen eine relativ defensive Position ein, weil es ist mit dem Fahrzeug einfach nicht möglich, aufgrund seiner Geschwindigkeit in Scout-Position zu kommen zu Beginn des Gefechtes. Also zum Beispiel auf Prokhorovka, der klassische Spotbush auf, was ist das, E1 vom Norden oder so, das kannst du mit dem Fahrzeug vergessen. Das kannst du vergessen. Du wirst teilweise von Medium-Panzern überholt. Und das ist natürlich schwierig, daran muss man sich gewöhnen. Und wenn man sich daran gewöhnt hat und das weiß, dann macht das Fahrzeug auch Spaß. Denn dann muss man ihn einfach nur fahren wie den Medium-Panzer. Und zugegebenermaßen, auch wenn es ein leichter Panzer ist, der hat kein Scout-Matchmaking. Und jetzt sehen wir den besten Move des ganzen Spiels. Und tschüss. Und tschüss. Dieses Sparta, kann man sagen. Ich hab da gequatscht, was macht der denn da? Sehr witzig. Ja, Shai, bist du den schon mal gefahren, den Crusader? Ja, aber es ist lange her. Aber ich mochte ihn eigentlich. Aber es ist sehr lange her. Ich kann mich auch düster noch dran erinnern. Mhm. Naja, ich fahre ihn. Ich habe mal wieder so Phasen, wo ich ihn fahre. Gerade jetzt für das Video bin ich ihn des Öfteren gefahren. Er hat halt eine relativ ungenaue Kanone. Ich habe, da können wir gleich mal auf die Module eingehen. Ich habe keinen Ansetzer eingebaut, denn die Kanone aimt schneller, als sie nachlädt. Nee, andersrum. Sie lädt schneller nach, als sie aimt. So rum. Ist es richtig? Das heißt, wenn ihr einen Ansetzer einbaut, schießt sie noch schneller, als sie einzielt. Und das bringt euch einfach null. Deswegen habe ich in dem Fahrzeug eine Lüftung, eine Schere und ein Tarnnetz. Man könnte jetzt über den Waffenrichtantrieb noch nachdenken. Aber ich weiß gar nicht. Er kostet einfach mega viel Geld, ne? Ja, für den Fünfer ist das halt immer so. Will man sich so viel Geld drin investieren, um wirklich das Letzte rauszuholen, oder will man ihn nur fahren, um ihn durchzugrinden? Das ist so ein bisschen die Entscheidung. Ja. Ich habe jetzt hier halt die Ketten ein bisschen runtergenommen und warte einfach, was so passiert, denn vorne stehen viele Gegner, die linke Seite sieht auch nicht mehr so proper aus. Was auch noch gut an dem Fahrzeug ist, ist die DPM, beziehungsweise er hat eine sehr hohe Feuerrate. Das ist wirklich sehr angenehm. Natürlich ist der Alpha dementsprechend nicht so hoch, aber gut, das ist halt normal. Das Verhältnis kennen wir ja. Und man kann auch halbwegs mit dem Teil snipern. Die Gandespirschen ist jetzt nicht so mega schlecht. Und warum ich an dem D2 jetzt in der Seite nicht durchkomme mit 110 mm, weiß ich auch nicht. Der ist in der Kette hängen geblieben. Und ich, Dings hat ja auch der Crusader, man sieht es ja auch eigentlich am Matchmaking hier. Er hat ja kein Scout-Matchmaking, weil er als normaler leichter Panzer eigentlich gematcht wird. Dann bist du ja auch sozusagen Top-Tier. Ich bin Top-Tier, ja. Das ist auch noch so ein kleiner Vorteil. Aber dafür eben gibt man halt die Scout-Mobilität dafür auf, sozusagen. Und hier sieht man, dass ich nicht aimen kann. Jetzt endlich. Ach, geht doch. Ich habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch keinen sechsten Sinn auf dem Fahrzeug. Ich habe immer die ganze Zeit gerätselt. Was? Leute in diesem Gefecht. Ja, es ist schon irgendwie witzig. Ob ich jetzt schon offen war oder nicht, aber dadurch, dass keiner auf mich geaimt hat und auch die Arti bis jetzt nicht irgendwas gemacht hat, bin ich davon ausgegangen, dass ich nicht offen war. Und auf dem KV-1 hat es mir dann irgendwann gereicht. Das Problem ist, er hat mit 110 mm zwar eigentlich genug Pen, aber durch die ungenaue Kanone trifft man halt dann doch nicht immer die Weak Spots und deswegen, ja, schieße ich dann doch des Öfteren ein paar APCR-Kugeln. Hat der Valentine so eine starke Panzerung? Ah, es geht. Geht. Warum der jetzt zugeht, verstehe ich nicht so wirklich. Ja, also wir sehen schon, was die Feuerrate. Die Feuerrate ist einfach extrem auf dem Teil. Das sind, glaube ich, irgendwie 2,2 Sekunden oder irgendwas, die der die Kugeln raushaut. Und, oder 2,1 sogar. Und damit kann man wirklich was anfangen. Damit kann man ordentlich Schaden raushauen. Und trotzdem stehe ich jetzt hier leider alleine mit meinen Arti-Kollegen. Und ich glaube, die Wolverine, ja, also es ist halt kein Sniper. Und dann bist du gebalanced von dann der Arti. War ich wohl doch offen und die Grille.
balanced mich raus. Tja, Crusader, schnell schießende Kanone, kein Scout-Matchmaking, Mobilität eines Mediums. Wenn man das weiß, kann man auf jeden Fall mit diesem Fahrzeug sehr viel Spaß haben. Und dann gucken wir mal zum letzten Fahrzeug oder besser gesagt zum fünften Fahrzeug in unserer Liste. Leichter Panzer Nummer 5. Bei uns ist es der Lux, von mir gefahren auf Tundra. Und das ist ein Tier 4 leichter Panzer der Deutschen. Und ich muss sagen, ich liebe den Lux. Ich finde ihn mega geil. Er hat im Prinzip alles, was man von einem Scout-Panzer so erwarten kann. Er hat halbwegs Sichtweite, er hat einen halbwegs guten Tarnwert. Er ist mobil und man kann aber auch mit seiner Kanone was machen. Was sagst du dazu, Shai? Also, ich glaube schon, ich bin den Lux tatsächlich selber noch nie gefahren. Insgesamt so deutsche Scouts nicht. Aber wenn man sieht, was du da dem T-34 antust, ja, sieht das schon spaßig aus. Ja, man kann ja mal sagen, also, ja, habe ich schon gesagt, mobil ist er. Er hat einen, ich hatte einen hohen Alpha stehen, da hat Shai gerade mich kritisiert, weil der Alpha der einzelnen Kugeln, der ist nicht wirklich hoch, da hast du natürlich recht. Er hat einen hohen Magazinschaden. Man muss auch ein bisschen mit Gefühl schießen, also nicht Dauerfeuer, zumindest auf die Entfernung wie auf den T-34 gerade. Ich glaube, er schießt pro Klick 2 Kugeln raus. Er hat natürlich auch nicht die höchste Reichweite, das sehen wir an dem roten Kreis auf der Karte. Also die Schussreichweite ist kürzer als die Sichtreichweite. Aber wie gesagt, einen hohen Magazinschaden, wenn man das ganze Magazin in einen Gegner reingepumpt bekommt, dann tut's auf jeden Fall weh. Und was natürlich auch sein Vorteil ist, ja, er hat eine Autoloader-Kanone. Also das ist quasi der Vorteil, der sich aus dem Magazinschaden ergibt. Und da kann man dann schon mal dem Gegner wehtun. Was kannst du mir so zu den schlechten Sachen erzählen, Shai? Also, er sieht so aus, als ob er nicht sehr hohes Profil hat. Also er ist eher ein großes Fahrzeug. Ich weiß gar nicht, ist der Tarnwert von ihm gut? Ja, er ist halbwegs okay. Ich habe jetzt keine konkreten Zahlenwerte, aber man kann auch mal in einem Busch stehen mit dem Tarnnetz an und man wird nicht instant aufgemacht. Auf jeden Fall ist er leichter zu treffen als zum Beispiel so ein ELC oder so, vor allem auf Tier 4, wo die Fahrzeuge eh nicht so riesig sind. Das stimmt, ja. Und es sieht auch so aus, als ob der Turm sehr langsam dreht, was natürlich so für einen leichten Panzer, der Gegner auch gerne mal umfährt, etwas nachteilig sein kann. Das stimmt. Vor allen Dingen habe ich dadurch schon so das ein oder andere Kügelchen oder Magazin nicht vollständig in den Gegner reinbekommen, weil ich einfach unterschätzt habe oder überschätzt habe, dass die Turmdrehgeschwindigkeit so schlecht ist. Also da muss man echt aufpassen, gerade wenn man den Gegner zirkelt oder umfährt halt. Das muss man wissen, sonst kann es ganz schnell passieren, dass man das halbe Magazin in die Luft oder halt in den Boden setzt. Und ja, dann steht man halt da mit, ich weiß nicht genau, 13, 14 Sekunden Nachladezeit. Oh, das ist auch lange für ein Magazin. Also, das kann dann schon lange dauern, ja. Ja, genau. Auf jeden Fall. Und es scheint mir auch nicht so sehr genau zu sein. Es ist natürlich bei solchen Kanonen eh immer der Fall, aber... Ja. Ja. Er verzieht halt dadurch mit dem... Ja, die Dispersion. Ja. Das ist nicht das Beste. Also man muss schon sagen, ein Sniper ist es nicht. Man muss ran an den Gegner oder sagen wir mal auf mittlere bis kurze Distanz kann man mit dem Schaden machen. Ja, eben, vor allem wenn das wenn ein MG eh nicht unendlich Reichweite hat. Und es ist ja auch, je weiter die Kugeln fliegen, je weiter geht der Pennwert runter. Das ist richtig. Und ja. Als Module habe ich verbaut eine Optik, weil ich ihn doch eher als Aktivscout fahre. Eine Lüftung, weil Ansetzer geht ja nicht. Wegen Autoloader. Und ich glaube, einen Richtantrieb braucht man nicht, weil mit 2,1 Sekunden. Achtung! Da habe ich ziemliches Glück gehabt. Ja, mit 2,1 Sekunden Einzielzeit braucht man eigentlich auch keinen Ansetzer. Entschuldigung, kein Richtantrieb. Also hier habe ich wirklich Glück. Ich bin gekettet und die FV lädt ja nicht lange nach. Kann nicht nochmal reparieren. Und ein Tarnnetz. Wobei, ja. Über das Tarnnetz kann man natürlich auch diskutieren, wenn ich ihn als Aktivscout fahre. Allerdings...
gibt es keine anderen Moduloptionen auf dem Fahrzeug. Deswegen habe ich quasi die Variante gewählt. Wer die 500.000 für den Richtantrieb ausgeben will, der kann das machen. Ich finde es jetzt auf einem Tier 4 Fahrzeug ein bisschen übertrieben. Also du ja bestimmt auch, Shai, oder? Ja, das ist, dann will man dann wirklich das allerletzte aus dem Fahrzeug rausholen, aber ja, für den T4er, vielleicht wenn es auf Discount ist, dann, aber sonst. Das ist richtig. Ja, ich verstehe auch nicht so richtig, warum da diese Preise auch auf den niedrigeren Tierstufen so hoch sind, da könnte man durchaus mal was machen. Aber was soll's. Der Lux, unser fünftes Fahrzeug, ein, wie ich finde, sehr schöner Panzer, macht sehr viel Spaß. Die Nachfolger sind dann erstmal eher so, was ich gehört habe, mau. Es wird dann wohl erst wieder interessant beim Spick und dann beim Ruh. Die Ruh, das Ruh, der Ruh. Naja, beim Ruh auf jeden Fall. Tier 8. Davon der Ruh. Der Ruh. Davon bin ich weit weg. Tja, das waren unsere fünf Scout-leichten Panzer-Lieblinge. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, zum Beispiel der Crusader, da hart kritisiert wird, dass wir den mit reingenommen haben und dass vielleicht auch der ein oder andere den Bulldog sehen möchte. Aber es sind halt nur fünf und es sind unsere fünf. Und deswegen, ja. Was sagt ihr zu der Liste? Geht ihr damit d'accord oder sagt ihr, ihr Noobs, ihr habt nur die Fahrzeuge genommen, die ihr in der Garage habt? Ja. Und Premiums nehmen wir ja nicht. Genau, und Premium, naja, gut. Was hat man denn als Premium-Scout? Die Amix 1357 Grand Finals. I love it. Ja, und den Premium Bulldog. Und den Type 62. 64. Und 64, es gibt beide. Ah ja, aber also doch gut, dann, es gibt ein paar Scout-Premiums, aber, ja, ich weiß nicht, ja. Scout als Premium-Fahren, da schenkt man ja auf jeden Fall das Potenzial der Credits her, denn in einem Scout macht man ja üblicherweise nicht so viel Schaden und das Credit-Einkommen geht ja nun mal auf den Schaden hauptsächlich. Deswegen ja, halt auch zum Crew-Trainieren. Ja, ich wollte gerade sagen, also ist es dann hauptsächlich was zum Crew-Trainieren, muss man sich halt überlegen. Aber könnte man ja auch mal in einem anderen Video thematisieren. Genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, lasst uns in den Kommentaren über die Liste diskutieren. Gefällt sie euch, gefällt sie euch nicht, schreibt's rein. Vielen Dank, Shai, dass du dabei warst. Kein Problem, gerne. Und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos hier bei mir auf dem Kanal. Macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.